Es geht weiter mit Final Fantasy 16. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Bitte? Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Benedikta ist auch dabei. Dieser Schmerz! Ich verzehre mich nach ihr! Was soll ich doch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Dann sind alle tot. Ende setzen. Ultima spielt gerade ein paar Psychospielchen hier mit Clive in seinem Brain drin. Spielt sich alles nur in seinem Kopf ab. Nach dem Kampf gegen Ultima in der letzten Episode. Clive! Ja, da ging Clive noch siegreich vor. Siegreich raus. Rosaria. Aber Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Folge. Und danke für den Daumen nach oben gestern beim Kampf gegen Ultima. War ziemlich krass. Aber Clive, du musst jetzt wieder aufwachen. Er spielt das nur mit deinem... Das ist alles nur Illusion. Genau. Wach auf. Das wollte ich auch gerade sagen. Er spielt nur mit deinem Verstand. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Das ist immer noch dein Name. Clive. Mein Bruder. Bruder. Das Licht des Phönix. Komm. Du musst dich erinnern. Clive. Rossfield. Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Genau. Da! Ultima. War das so krass, dass er schon fast alles vergessen hatte, ey? In der kurzen Zeit? Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich, es sei denn... Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Ja. Und das schätze die Menschen nicht. Wie lange willst du noch reden? Und gegen Bahamut waren sie schon mal vereint. Und jetzt wieder. Jo, da sind die Flügelchen. Unser Feuer brennt weit! Kommt jetzt noch der Esper-Kampf gegen Ultima? Aber hat Ultima noch etwas Großes? Sondern? Abspaltung kann dies ein Keim von Logos
Logos sein? Wer ist denn jetzt schon wieder Logos? Ein Keim von Logos? Wer ist jetzt schon Logos? Jetzt sind wir bei Folge 108 und er droppt auf einmal irgendwie wieder einen anderen Namen. Logos. Alles klar. Warte mal, der Kristall geht jetzt doch kaputt? Waren wir doch irgendwie in der Nähe des Kristallkerns? Oder wieso zerspringt er jetzt auf einmal? Wir waren ja noch nicht mal da. Asche zu Asche. Mhm. Wir sind immer noch in dem Schattenreich. Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Ein Keim von Logos, ey. Kommt er jetzt mit sowas? Okay, aber der Kristall ist zerstört. Oder hat Ultima ihn jetzt selbst vernichtet? Weil von hier drin konnten wir nichts machen. Fehlt unsere Schöpfung einen anderen Pfad als den ihr bestimmten. Mhm. Trunkenen Hochmut hältst du dich für einen Gott. Öffnest dich Logos. Was? Doch dein Höhenflug hat hier ein Ende. Wovon redest du überhaupt? Ja, ne? Echt jetzt. In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Schon wieder. Bei der Wiege der Schöpfung. Aber guck mal, er teleportiert uns hier wieder raus. Er lässt uns da nicht einfach drin. Jetzt sind wir in Sambrek. Das ist aber das. Nee, das ist das neue Sambrek. Das ist das Dominium. Achso, er ist das. Ich dachte, er packt uns da oben drauf. Nun singen die Kristalle niemals mehr. Doch aus der Stille. Er klingt ein neues Lied. Okay. Sein Choral bebend. Ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Kriegen wir wieder Sonne? Die Welt zurück an der Quelle. Mach mal wieder den Himmel heller. Braucht er den Turm, um das zu erwecken? Was immer er erwecken will? Der Himmel sieht auf jeden Fall jetzt anders aus. Mehr bläulich. Oh! Das ist ein ganzes Apparatsystem, was hochfährt. Die ganze Stadt? Das war das ehemalige Dominion. Oh, komm, es kann fliegen. Es ist wie bei Avengers. Oder auch nicht. Er baut schon wieder einen neuen Kristall. Ich denke, es ist jetzt mal Schluss mit Kristallen. Okay, unsere Freunde haben ja auch gewonnen. Oder lösen sich jetzt die Akasischen auf? Nee, die kämpfen noch. Wo bleiben die zwei, verdammt? Der Kristall ist doch schon weg. Naja, es baut sich gerade ein neuer. Da vorne. Meine Fresse. Ja, ne? Aber sowas von. Ist das der ganze Äther, der jetzt gesammelt wurde und dahin fliegt? Ja, ne? Ist das Äther? Wie sieht's auch? Wie sieht es auch? Was in Gwigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Und Torgal, nicht vergessen.
jemand verletzt? Noch nicht. Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Dion? Ich folge euch sogleich. Komm doch jetzt. Danke. Achte auf deinen Rücken. Dragoonangriff. Ist das andere Loch, was wir in der Nähe von der Wüste in Dalimil da gesehen haben, nee, nicht Dalimil, in dem anderen Wüstenort, das große Wasserloch, auch so entstanden, dass da was hochgeflogen ist? Ich dachte ja eher, da wäre was eingeschlagen. Aber es könnte auch sowas sein. Wir müssen wieder zurück zum Versteck. Oh, guck mal, man sieht das Ding auch hier rumfliegen. Aber das ist auch wieder ein neuer, so eine Art Kristall, den er da erschaffen hat. Wieder mit mehr Äther, nur dass der jetzt fliegt und sehr, sehr groß ist. Also hier dieses Loch, ne? Aber guck mal, nee, guck mal, hier ist das hochgeflogen und hier ist aber kein neues entstanden. Ich dachte halt, weil das hochgeflogen ist, dass jetzt hier auch eine Öffnung ist oder sowas, aber nee. Die Stadt fliegt einfach so, die war ja im Wasser, ne? Dann ist das hier doch irgendwie ein Laserbrand von Weltraum aus oder so. Okay, wir gehen jetzt zurück zum Versteck. Mal schauen, ob dann die letzten Nebenaktivitäten auftauchen. Zurück an der Quelle. Die Quelle der Schöpfung. Ich habe eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Mhm. Aber der Himmel ist immer noch verdunkelt. Ich dachte, das würde sich jetzt mal wieder ändern, so. Weil diese ganze Sicht so, die nervt einen schon ein bisschen, finde ich. Ursprung hat er ihn genannt. Aber der Ursprung wovon? Der Schöpfung. Von der Mensch-Schöpfung? Des Planeten? Okay. Hier sind immer noch nichts. Nur mit Otto reden, das kommt dann danach. Ich habe Post. Okay. Onkel Byron! Wusstest du eigentlich, dass ich es war, der seine Hoheit überredet hat, euch in Stonhyr zu helfen? Ja. Na schön, vielleicht hatte er sich das auch schon selbst vorgenommen. Aber ich habe ihm gesagt, wo er euch finden kann. Geil. Wenn ich dich nicht hätte. War auch eine epische Sequenz, wo er das gemacht hat. Und im Wolkenmeer Furcht und Grauen auf Erden vereinigt setzen wir uns zur Wehr. Das Böse zu zerstören. Ich gehe schon mal vor. Geth und Jill sitzen auch am Saufen. Oh, die Kinder haben auch was Neues. Harpo sagt, du hast alle Mutterkristalle zerstört. Mhm. Hat er doch gar nicht. Da ist doch noch der Schwarze. Da, ja. Im Himmel. Ja. Genau. Siehste, die verstehen das, die Kinder. Die Kinder sagen immer die Wahrheit. Wir haben euch hier schon vermisst. Ja? Cool. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen? Ja.
das Mitglied einer Zivilisation uralter gottgleicher Wesen, die die Magie erschufen und so ungewollt das Auftreten und die Ausbreitung der Fäule hervorriefen. Die wenigen Überlebenden ihrer Art flüchteten sich zum noch unberührten Valestea, wo sie sich einer neuen Heimat erschaffen wollten. Sie errichteten die Mutterkristalle, um riesige Mengen an Äther zu sammeln und säten die Saat der Menschheit. Ihre Hoffnung war, dass einer ihrer Keime zu einem Leib wird, der stark genug ist, um den gesamten Äther in sich aufzunehmen. Dass die Menschen im Zuge dessen einen eigenen Willen entwickeln würden, hatten sie nicht vorhergesehen. Okay, aber wir finden ja leider keine Informationen über Logo. Logos, hier. Logos. Mythos nennt Ultima den Leib, den er seit langem erwartet und der ihm als physische Form dienen soll, um einen unvorstellbar mächtigen Zauber zu wirken. Logos ist seine Bezeichnung für denselben Leib, wenn dieser durch den Willen eines anderen beansprucht und dadurch entweiht wird, was ihn in den Augen Ultimas zu einem falschen Gott macht. Also ist jetzt, also er ist jetzt nicht mehr Mythos, sondern Logos, weil er halt sein Mythos mit eigenen Willen ist. Es ist verwirrend. Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Ja, danke. Wie bitte? Und warum darf ich kein Brot mehr haben? Du hattest schon 5. Weil du schon 9 Stück hattest. 9? Ich dachte 5, weil was ich gesagt habe, wäre schon viel. Glaubst du, das ist jetzt der letzte Mutterkristall? Keine Ahnung. Was, wenn es noch mehr davon gibt? Solange der Äther rumfliegt und ständig sich neu bildet als Mutterkristall, könnte es, glaube ich, immer wieder neu erstehen. Es gibt doch nichts Deprimierenderes als einen Kristall, der irgendwo am Horizont hängt und dir die Laune verhagelt. Wir brauchen ein Luftschiff. Oh, längere Sequenz. Sid, sieh mal, was die Fluchbrecher uns aus der Mekia mitgebracht haben. Ah, ich kenne die Dinger. In Dalimil sind die wohl gerade total angesagt. Sehen aber komisch aus, oder? Mhm. Die kommen mir bekannt vor. Ja. Du hast schon mal eine gesehen? Ja. Hier riecht's aber gut. Was gibt's denn? Drachensemmeln. Die schmecken echt gut. Probier mal. Den Bäcker haben wir befreit und jetzt macht er die mit Liebe. Was? Die ist ja innen hohl. Ja. Wo ist der Rest? Das soll doch so sein. Hast du noch nie Drachenfang gesehen oder was? Dass wir sowas mal sehen hier, weil wir die Nebenquest gemacht haben mit dem Semmeln. Semmeln, Knödeln. So. Darf ich mich bewegen? Dankeschön. Wenn du irgendetwas Bestimmtes essen möchtest, bevor du aufbrichst, sag Bescheid. Ich koche dir alles, was du willst. Solange ich es im Topf zubereiten kann. Nicht in der Pfanne? Willkommen zurück, Sid. Dabei hast du uns schon die Freiheit geschenkt. Mhm, heute gebe ich einen aus. Gute Neuigkeiten. Sid hat die Bierfässer befreit. Auf sein Wohl. Hey. Oh Gott, ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Schnell ab den Humpen. Das könnt ihr doch Lass zeigen. Lass mich mal wieder blicken. Da müssen sie doch nicht immer Schwarzbild einblenden. Was darf's heute sein? 9. Runde. Ach, Sid, du bist einfach viel zu nett. Habt ihr alle gehört? Die nächste Runde geht auf den wohltätigsten Geächteten der Welt. Könnt ihr ruhig verschiedene Sequenzen einbauen, wäre lustiger gewesen. Oh, du gehst doch nicht etwa schon, oder? Doch, ich hab noch Post. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange wir noch hier sind. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Ja, jetzt habe ich alles.
Fertig? Schledon hat neue Sachen. Was willst du? Verteidiger, hier. Was, das ist besser als Ragnarök? Behemoth-Fessel, gefallenen Eisen und Eiererz und Wirt. 330. 5 mehr immerhin. Verteidiger. Und das kann ich auch noch plus 2 machen, ne? Baue ich. 5, also das hat mehr Schaden. Sollte eine Weile halten. Weil für Dings fehlt mir immer noch Dunkel. Dunkelstahl 1 für Götterdämmerung. Das macht dann nochmal deutlich mehr. Okay, Verstärker plus 1. Was ist, wenn ich auf Verstärken gehe? Oder was haben wir denn hier noch? Ouroboros. Ich kaufe mir jetzt erstmal Ouroboros noch nicht, weil ich das Orichalkum für Götterdämmerung haben will. Aber das hier kann ich kaufen. Stahlseide und sowas. Hier brauche ich ja... Ja, hier, da. Ja, genau. Pass gut drauf auf, ja? Juju. Und Sonnenarmreif. Auch nochmal mehr Verteidigung. Behemoth-Fesseln. Cool, dass ich noch eine habe. Hier brauche ich die nicht mehr. Nee. Sollte eine Weile halten. Okay, dann habe ich da wieder mal drei neue Sachen. Ich kann die Sonnenarmreif auch sogar auf noch weiter höher updaten. Blutige Haut, Wüstenrose, Metalldings, Sonnenarmreif plus 1. Das muss erstmal reichen. Der ausgerüstete Gegenstand wurde verbessert, ja. Der ist jetzt ready. Sonnenarmreif, das ist auch fertig. Dann kann ich hier den Himmelstuch noch einmal verbessern. Für Himmelstuch plus 1, ja, genau. Ja, schon besser. Und das Schwert vielleicht. Oh, das Schwert vielleicht auch noch einmal. Den Verteidiger hier. Nein, da fehlt mir Eiererz. Schade. Sonst würde es auf 340 hochgehen. Und womit soll ich das bitte machen? Verschwende nicht meine Zeit, leider wenn du kein Material hast. Nicht genug Eiererz. Ist noch was? Okay, das Schwert sieht ähnlich aus wie das Schwert von seinem Vater in einer anderen Farbe mit dem blauen Griff. Sieht nicht schlecht aus. Ist halt kein Ragnarök, aber... Oh ja, warum sind keine Tiere mehr da? Sid, ich hab's geschafft. Ich hab mich mit allen Tieren im Versteck angefreundet. Aber weißt du was? Nein. Am liebsten hätte ich meinen eigenen Goblin. Nein. Oder vielleicht einen Morbol. Nope. Ein Bomber wäre auch in Ordnung, wenn auch es ein nicht. Großer wäre. Nein, nein. Oder ein Bandakerl. Aber kein Kaktor, glaube ich. Zu viele Stacheln. Kaktor? Jetzt erwähnt er hier einen Kaktor und wir haben jetzt hier in Final Fantasy noch keinen Kaktor gesehen. Also hier in Final Fantasy 16. Interessant. Jetzt, wo er das sagt, fällt mir das auf. Noch kein Kaktor. Wir haben auch noch keinen Tomberry gesehen. Das werde ich nicht vergessen, Milord. Ich gehe nach Eastpool. Doch sobald die Arbeit dort getan ist, werde ich zurückkehren. Digga, du solltest schon vor zig Episoden nach Eastpool gehen. Du bist immer noch hier. Das macht er doch extra. Ein neues Leben. Von Geth. Es hat zwar eine Weile gedauert und wir sind auch dem ein oder anderen Ork begegnet, aber ich habe Edda ohne größere Probleme zur Schattenküste gebracht, womit uns mit der Enterprise aufgelesen hat. Ach, die Schwangere. Auf der Rückreise ist der Arme dann zum Glück ein bisschen aufgetaut. Also die Arme. Ein bisschen aufgetaut und hat uns von sich und ihrem Leben erzählt. Und auch von der Zukunft, die sie sich für ihr Kind wünscht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass ihr Wunsch auch wahr wird. Ja. Die Schwangere. Warte mal, war die Tür hier schon immer auf? Nee, ne? Eigentlich nicht. Cliffs Balkon. Oh, hier ist sogar eine Kiste gewesen. Okay. Dann habe ich jetzt nochmal ein neues Schwert, so lange, wie es dauert, dass ich das letzte Dunkelstahl bekomme. Das gibt es wieder von irgendeinem Monster auf dem Anschlagebrett. Und dann kriege ich Götterdämmerung. Es kommt nicht oft vor, dass die ganze Schar auf einmal ins Nest zurückkehrt. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Irgendwas ist mit dem Kristall. Sie hat das Gefühl, dass ihr ihn ruft. Oh Gott, werden jetzt alle Menschen von dem Kristall angelockt?
Was gibt es heute? Erlaube mir, dich aufzuklären. Naja, hier ist jetzt alles zerstört. Guck mal, wie lila das alles ist. Der Mutterkristall, Falle, Fall von Drachengrad. Haben wir geplättet. Und jetzt ist hier der neue Kristall. Kristall-Dominium. Gut. So, Otto. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Nee, was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Ultima hat den letzten Mutterkristall selber vernichtet und weggelöst, damit er halt diesen anderen schwarzen Kristall erschaffen konnte. Jote, alle da. Taya. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, ins Dunheer. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonhöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald? Die Frage ist, wie viel Zeit ihr noch habt, bevor Ultima loslegt. Mit was auch immer. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Die letzten Nebenaufgaben machen. Fehlen noch 5 Monster. Und das für Madame und für... Ich rede mal mit Joshua. Für Lubor wahrscheinlich auch noch.
Immer noch nichts aufgetaucht. Müssen wir mit Joshua noch mal quatschen. Oh, geht sogar automatisch los. Oh, wir können den Kristall von hier aus sehen. Der ist echt groß. Ultima mag uns erschaffen haben. Aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckte. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf, das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit, euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Das war gefährlich. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Riskant, okay. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue. Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Okay, das klingt spannend. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Mhm. Er wird Bahamut also noch zum letzten Mal noch einmal rauslassen. Unkontrolliert. Oh Gott. Das kann ja was werden. Hoffentlich zeigt er ihn vorher die er Richtung. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht.
Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Abschied, wir haben noch andere Aufgaben. Wir sollten uns gut vorbereiten. Erst dann stellen wir uns Ultima. Auf jeden Fall. Okay. Wieder in Clives Versteck und da weiter mit Jill quatschen. Meinst du, sie kommen zurück? Wer denn? Natürlich werden sie das. Es ist nur ein großer Kristall. Ja, nur. Das schaffen sie sicher. Na klar. Na klar. Okay, Leute, das war die Episode für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten in der heutigen Episode. Es kann also nochmal richtig spannend werden zum Finale hin. Ich bin gespannt. Und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Haut rein.